Willkommen zur Pressekonferenz bei Viktoria Köln nach dem Pokalspiel gegen Werder Bremen. Ich begrüße Ole Werner und Olaf Jansen. Das erste Wort gehört wer meinem Gasttrainer. Ja, vielen Dank, Olaf. Glückwunsch der Viktoria zum Sieg. Ich glaube, ein klassisches. Fangen wir nochmal an. Also Glückwunsch, Olaf, Glückwunsch der Viktoria zum Sieg. Ich glaube, ja, ein Pokalspiel, in dem ganz viel drin war. Wir bringen uns sehr, sehr früh und unnötig aus dem eigenen Ballbesitz heraus in die Verlegenheit, in Unterzahl spielen zu müssen. Wir spielen dann insgesamt über 80 Minuten, wenn ich die Nachspielzeit mit reinnehme, in Unterzahl und machen vieles dafür ganz vernünftig. Gehen zweimal in Führung, schaffen es aber jeweils nicht, diese Führung für uns zu nutzen, dass wir noch länger in Führung bleiben. Und ja, kriegen eigentlich dreimal, wenn man ehrlich ist, mehr oder weniger das gleiche Tor. Und das darf uns in der Art und Weise trotz Unterzahl nicht passieren. Deshalb sind wir heute ja, verdient ausgeschieden, weil auch die rote Karte auf unsere Kappe geht. Das ist nichts, was jetzt irgendwie zufällig wäre oder was man jetzt groß dem Gegner zuschreiben könnte, sondern es ist in erster Linie unser Fehler gewesen, den Ball so zu verlieren. Ich glaube, vielleicht sogar in 1-gegen-1-Situation hinten kann man vielleicht sagen, lass ihn lieber laufen. Aber Amos kann ich, glaube ich, am wenigsten noch einen Vorwurf machen in der Situation. Und nochmal, danach haben wir vieles gut gemacht, aber unterm Strich einfach zum wiederholten Male viel zu schlecht verteidigt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ole, für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, wir haben heute wirklich ein Pokalspiel gesehen, wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, mit dem Tor hat das Spiel abgepfiffen. Also ich glaube, mehr geht nicht. Wie Ole schon richtig gesagt hat, glaube ich, dass die rote Karte natürlich Einfluss aufs Spiel genommen hat. Ja, dann ging es dann für uns darum, diese Balance zu finden zwischen Ballkontrolle, zwischen Gefährlichkeit nach vorne, aber eben auch unsere letzte Linie zu verteidigen, weil Bremen natürlich nach Balleroberung dann extremst gefährlich ist. Ne? Da mussten wir uns so ein bisschen in der ersten Halbzeit reinfuchsen in die ganze Geschichte. Ja, kriegen dann einen Eckball, den wir eigentlich schon verteidigt hatten, zur Führung von Bremen und dann nach der Halbzeit. Ja, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass diese Sicherheit da war. Wir haben zwei, drei Korrekturen noch vorgenommen. Ich glaube, es tat den Jungs gut. Und dann hat es mich einfach gefreut, dass wir bei unserem Spiel geblieben sind und es immer wieder versucht haben, ein gutes Positionsspiel gehabt haben, Bremen ein Stück weit gequält haben. Aber wie Ole sagte, das haben sie gut ausgehalten, aber trotzdem musst du da stabil bleiben. Und ja, mit einem dummen Elfmeter gehen wir dann wieder in Rückstand und das muss ich sagen, das hat ja nicht nur die Mannschaft jetzt ausgezeichnet. Ich glaube, wir waren im letzten Jahr mit 13 Spielen im Rückstand, was wir lieber wo wir noch zu Punkte geholt haben. Und das zeichnet die Mannschaft einfach aus, dass sie unermüdlich daran glaubt und dass eben auch im Platz Jungs da sind, die die Führung übernehmen. Das ist gerade in solchen Momenten wichtig, da kann der Trainer draußen wenig machen. Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Und ja, dass es so natürlich so seinen Lauf nimmt, das nehme ich dann als besonderen Tag heute mit nach Hause. Euch, Ole, für die Saison alles Gute, guten Heimweg. Den kann ich mich noch anschließen. Da haben wir echt keine. Vielen Dank fürs Kommen.